Die Ausbildung zum Rettungssanitäter dauert 3 Monate und das am Stück. Wer noch zur Schule geht, der kann das eigentlich gar nicht leisten, aber eigentlich. Denn das DRK Bad Kreuznach hat es möglich gemacht mit Online-Unterricht, mit Blogseminaren, mit Praktika in den Ferien. Und die 17-jährige Jette Dörfling aus Kirn-Sulzbach, die nutzt genau diese Gelegenheit. Und wir haben sie bei einem ihrer Ausbildung, einem Teil davon, begleitet. Unsere Reportage. Einsatz für den Rettungswagen in Idar-Oberstein. Für Praktikantin Jette heißt das, sich nützlich machen. So viel lernen wie möglich und auf keinen Fall im Weg stehen. Sie ist eine von 20 jungen Leuten, die die Chance nutzen, eine Ausbildung zum Rettungssanitäter schon während der Schulzeit zu machen. Angefangen hat sie als Schülersanitäterin. Dann kamen ehrenamtliche Sanitätsdienste bei Festivals wie der Nature One oder bei Rhein in Flammen. Dafür opfert sie gerne auch mal ihre Wochenenden. Ich glaube, es liegt wirklich an meinem Helfersyndrom und weil ich mich auch einfach so darin auch so ein bisschen verliebt habe. Also es macht mir total Spaß. Ich habe mit dem Sangkurs angefangen und da habe ich schon gesagt, das ist cool, das finde ich toll. Und habe mich dann in jeden Sanddienst weiter da so reingesteigert, sage ich mal. Weil die Leute, die sind auch einfach total lieb und nett. Und ich bin wirklich super gerne mit denen. Und ich meine, es ist ja auch nicht jedes Wochenende. Aber wenn dann ein Wochenende ist, dann entscheide ich mich für die Sanddienste. Weil da habe ich einfach meinen Spaß und ich bin da total glücklich mit. Da wird auch mal nach Schichtende zusammen getanzt. Als ausgebildete Rettungssanitäterin kann Jette später in ihrem Ehrenamt natürlich noch mehr leisten als jetzt, wenn sie die Prüfung erstmal geschafft hat. Ich finde Lernen gar nicht mal so dramatisch. Also ich brauche einfach die entsprechende Motivation dafür und dann setze ich mich da den ganzen Tag hin. Die muss zwar erstmal kommen, aber wenn sie da ist, dann klappt das eigentlich ganz gut. Und außerdem lerne ich dafür viel lieber als für die Schule, wenn ich mal ehrlich bin. Das macht mir auch Spaß und ich finde, es sind auch super interessante Sachen. Ich lerne ja nicht einfach nur irgendwas, sondern auch das, was ich auch interessant finde. Und andere Menschen, die setzen sich vielleicht hin und häkeln und ich bringe mir halt sowas bei. Heute geht es zum DRK-Bereitschaftsabend. Mit ihren 17 Jahren hat Jette zwar schon einen Führerschein, alleine fahren darf sie aber noch nicht. Der Papa muss daneben sitzen. Ja, das macht dann schon stolz, wenn man in dem Alter schon jemanden hat, der so nach vorne weggeht und seinen Weg einfach macht in dem Alter. Das ist schon cool. Beim Bereitschaftsabend in Bad Kreuznach treffen sich die Ehrenamtlichen zur Einsatzplanung und Weiterbildung. Philipp Köhler ist seit mehr als 25 Jahren dabei. Er hat sich dafür eingesetzt, dass die vielen engagierten Nachwuchs-Sunnis die Chance bekommen, den nächsten Schritt zu machen, schon während der Schulzeit. Und jetzt alle? Wie tief drücken wir bei einem Kind 7 Jahre alt? Ein Drittel des Brustkorbs. 5 bis 6 Zentimeter. Ein Drittel des Brustkorbs. Heute geht es um Reanimation bei Kindern. Nicht alltäglich, sogar für erfahrene Sanitäter. Umso wichtiger ist die Übung. An einem erwachsenen Menschen habe ich schon reanimiert, aber noch nicht an einem Kind. Jeder Handgriff muss sitzen, damit man im Ernstfall überhaupt nicht mehr nachdenken muss. Würdest du dich trauen, im Ernstfall so fest zu drücken, wenn du so ein Kind vor dir hättest? Ich gehe mal davon aus. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Aber ich denke mal, dafür machen wir das ja auch hier. Kind ist immer das Schlimmste. Ja. Vor allem, wenn man irgendwann halt selbst Kinder hat, ne? Dann ist es richtig schlimm. Aber auch davor ist es für jeden im Grunde der Horror im Rettungsdienst, irgendeine Notfallmeldung mit Kind zu kriegen. Ja. Okay, 3, 2, 1, los. Hallo, kannst du mich hören? Hörst du mich? Hey. Bei der Übung geht es nicht nur um den kleinen Patienten. Auch mit aufgeregten Eltern müssen die Sanitäter umgehen können. Und auch das muss geübt werden.
Ja, muss ich mir Sorgen machen. Willst du das überleben? Ja, also sie gehen am besten mal ein bisschen auf die Seite und wir kümmern uns und um sie, die Kinder. Sie haben das schon mal gemacht, ja? 12, 13, 14, 15. Kommt da noch jemand, dann machen Sie zwei das jetzt die ganze Zeit alleine. Wir haben schon Verstärkung angefordert. Ja. Ah, okay. Wenn Sie uns einen Gefallen tun, ja? Können ja? Sie mal die Rettungskräfte einweisen. Das kann ich machen, ja. Wunderbar, vielen Dank. 13, 14, gut. Zu seinem Job gehört es auch, geeignete Nachwuchskräfte zu finden. Nicht jeder hat das Zeug zum Lebensretter. Natürlich finden Leute Blaulicht spannend, ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Aber man muss einfach wissen, im Ehrenamt Sanitätsdienste ist auch einfach ganz viel irgendwo dabei sein und warten. Und da passiert auch ganz viel nichts. Und im Rettungsdienst reden wir vielleicht von 20% Notfalleinsätzen, wo es so richtig mit Blaulicht und Karacho irgendwo hingeht. Wenn einer nur Blaulicht toll findet, das wird nicht reichen auf Dauer, ne? Sondern gerade so Sachen wie Teamgeist oder und dass die Situation immer anders ist, dass auch der 100. Herzinfarkt nicht dem ersten gleicht, dass man sich immer wieder neu einstellen muss, das sind so die Reize, dafür muss man eher so ein Typ sein. Übung abgeschlossen für heute. Die echten Einsätze kommen dann später im Praktikum. Morgens um 7, Rettungswache Ida Oberstein. Es ist Praktikumstag 4 für Jette. Moin. Moin. Hallo. Solange kein Alarm kommt, nutzt Stefanie Mohr die Zeit, um mit Jette ihre Praktikumsmappe durchzugehen. Die Praktikantin muss alle Abläufe kennen, alle Geräte, Handgriffe, Vorschriften. Und alles Gelernte wird dokumentiert. Wir stellen uns so hin, dass wir niemanden in den Füßen stehen. Arbeitsumgebung, Wachenräume, Fahrzeughalle, hast du alles schon gehabt, ne? Wir können auch noch mal den Tragestuhl, den Raupenstuhl rausholen. Insgesamt muss Jette 520 Stunden Theorie und Praxis absolvieren, bevor sie die Prüfung zur Rettungssanitäterin ablegen darf. Hatten wir ja vorhin. Die nächste Stufe ist dann der Notfallsanitäter. Ja. Dafür braucht man 3 Jahre Berufsausbildung. Dann ist der offen. Ja. Eine Frau in diesem Beruf, das war nicht immer selbstverständlich. Ja, früher war das halt so, dass wir als Frauen doch mehr arbeiten mussten als die Männer, weil es ja hieß, wenn du als Frau das machen möchtest, und dann musst du es auch genauso arbeiten wie die Männer. Und im Zweifelsfall war es dann auch ein bisschen mehr als die Männer. Heute ist das alles ein bisschen anders. Also heute ist der Umgang wesentlich wertschätzender. Also ich habe niemanden gehört, der jetzt mir gesagt hat, also mit deiner Figur oder mit deinen, als Frau kannst du das nicht machen, sondern eher im Gegenteil, dass die Leute gesagt haben, ich find's cool, dass du es machst. Der Raupenstuhl wird wieder sicher verstaut. Der Rettungswagen muss immer perfekt vorbereitet sein. Einsatz für den Rettungswagen. Vorne sitzen die Profis, hinten Jette, die Praktikantin. Es geht mit Blaulicht durch Ida Oberstein. Das heißt, Handschuhe an, dass die gleich an sind, sonst stehe ich dann nämlich gleich und muss mir meine Handschuhe noch anziehen. So, wir sind da. Der Notruf kam aus einer Hausarztpraxis. Einem Patienten geht es sehr schlecht. Eine Notärztin ist vor Ort und entscheidet, der Mann muss ins Krankenhaus. Okay. Danke schön. Es muss jetzt schnell gehen. Jette muss hochkonzentriert sein. Mit anpacken, wo es möglich ist und darf auf keinen Fall stören. Sie geht souverän mit der Situation um. Bus 250. Im Rettungswagen wird der Patient mit Medikamenten und Infusionen stabilisiert und so schnell wie möglich ins Krankenhaus gebracht. Thank you.
Das war ein Verdacht von einer Lungenarterienembolie. Und ja, war ja kein weiter Weg. Das heißt, wir haben aufgenommen, Medikamente gegeben, schnell hierher gebracht und abgegeben. Ich habe das EKG gemacht. Ansonsten habe ich gerade noch ein bisschen beim Umlagern geholfen und ja. Die Blaulichtfahrt, ist das irgendwie spannend? Wackelt. Ja, also es zeigt an, dass es schnell gehen muss. Hat man ja auch gerade eben gesehen, ging schnell. Und dann stellt man sich darauf ein. Einfach mal die Hektik rauslassen, bringt eh nichts, außer Stress. Das kann sein, dass wenn wir jetzt auf dem Weg zurück sind, dass dann die uns quasi weiterschicken und dann muss das Auto auch einsatzbereit sein. Und deswegen wird das quasi hier direkt gemacht. Alles sofort erledigen, nichts aufschieben. Das A und O im Rettungsdienst. Langsam reinschieben, festhalten. Es geht zurück zur Rettungswache. Ja, dann kann ich gar nichts mehr machen. Zeit zum Runterkommen und um sich mit den Kollegen und Kolleginnen auszutauschen. Ich habe immer noch meinen schönen Adrenalinschuss, wenn es losgeht, bei jedem Einsatz. Aber ich denke mal, da werden bestimmt noch Einsätze auf mich zukommen, bei denen es definitiv um einiges höher geht noch. Die Nervosität geht irgendwann vorbei. Ne? Also das war vielleicht so im ersten, zweiten Jahr. Ich sage das immer der Azubis. Das erste, zweite Jahr sind so die Phase, in der man sich beweisen muss. Und danach ist eigentlich die Zeit, wo du merkst, du wirst mit jedem Jahr ruhiger. Es wird einfacher. Verkehrsunfallperson klemmt. Das ist sowas, das bringt mich noch ein bisschen in Stress. Oder halt ein Verkehrsunfall mit unbekannter Lage. Also fahr mal hingucken und gib mal Rückmeldung. Das sind so Sachen, die machen keinen Spaß. Aber was, wenn aus Stress irgendwann Überlastung wird? Wir beobachten halt. Also wir beobachten uns ja natürlich auch gegenseitig. Das ist jetzt egal, ob das der Kollege ist oder ob das die Azubine auf dem anderen Auto ist oder die Kollegen vom Krankenwagen. Wir beobachten uns auch immer so ein bisschen gegenseitig. Das ist unabhängig vom Praktikum, dass man halt immer auch ein Auge drauf wirft. Wie reagieren die? Ein belastender Einsatz oder eine belastende Situation, die stattgefunden hat, das merkt man den Kollegen an. Die sind dann ruhiger als sonst, die verhalten sich anders als sonst. Und dann guckt man natürlich schon mal, dass man sagt, ja komm, wir gehen mal raus, setzen wir uns mal zusammen. Eins der wichtigsten Dinge im Praktikum, den Rettungswagen, kurz RTW, in- und auswendig kennenlernen. Jede vermeintliche Kleinigkeit ist wichtig. Ich habe sehr gerne Brechtüten im Auto. Und zwar so unter dem Kopfteil. Wenn es dem Patienten schlecht wird während der Fahrt, greife ich hier rein, mache einmal so und habe nicht das Auto, nicht den Patienten verbrochen. Weil wir fahren ja Menschen, denen es schlecht geht. Und die brechen dann halt auch manchmal. Das ist nicht schlimm. Es ist nur blöd, wenn man es putzen muss. Und sich putzen. Bei schlimmen Unfällen immer dann, wenn es blutig wird, die Traumatasche. Und was ist das? Ach, das sind die Replantatbeutel. Wenn du Amputationen hast, dass du da dann die amputierten Gliedmaßen zum Beispiel einpacken kannst. Wie packst du rein? Erstmal in eine Tüte, eventuell ein bisschen steril mit einem Verbandstuch. Dann in eine zweite Tüte und in die zweite Tüte ohne in Berührung mit dem Amputat, eben dann die Kühlpacks. Sehr schön. Okay. Ach ja, und die untere Tüte komplett geschlossen. Genau. Ganz wichtig ist, wenn sie mal was nicht weiß, dass sie sofort sagt, stopp, wie heißt das, wo liegt das, wo finde ich das? Damit wir im Einsatzfall auch wissen, wir können uns auf sie verlassen. Okay. Also ich würde sagen, ich habe einen groben Überblick, dass wenn man mich was holen schickt, dass ich glaube ich so zu 80% das dann hole, ohne nachzufragen, wo es dann nochmal ist. Sie macht das wirklich gut. Sie kennt wirklich schon sehr, sehr viele Sachen. Wie lange das dauert, ist schwierig zu sagen. Das hängt von den einzelnen Personen ab. Wir haben Praktikanten, die nach einer Woche voll mitlaufen, wo man sich super drauf verlassen kann. Wir haben aber Praktikanten, wo man nach 4 Wochen denkt,
Sie gehört eher zu der ersten Gruppe. Ich mag das Arbeitsumfeld, ich mag das, mit dem RTW zu fahren, das macht mir Spaß. Ich bin da wirklich super gern unterwegs und ich werde jetzt die nächsten Wochen sehen, ob es dabei bleibt. Für heute ist Schichtende für Praktikantin Jette. Angehende Rettungssanitäterin mit gerade mal 17 Jahren.